Tag der Marco vom ehrlichen Essen. Heute treffen wir uns nicht in der Küche, sondern bei so einem Kaiserwetter natürlich draußen. Denn wenn ich nicht was in der Küche mache, dann grill ich ganz gerne mal. Und ich bin ein bekennender Flachgriller. Ja, es gibt diese Barbecue-Weltmeister und wirkliche Könner, die da über Stunden was ganz Fantastisches zaubern. Ich bin da eher der Griller. Flach, Bratwurst. Aber man muss nicht immer nur Bratwurst essen, es gibt auch andere Sachen. Wie zum Beispiel heute, eine meiner Favorites, Grillfackeln. Ja, und Grillfackeln kann man natürlich fertig kaufen. Da weiß man nie, was für ein Fleisch ist das, was ist das für eine Marinade. Vor allen Dingen tropft die meistens tierisch auf den Grill, der da schon einheizt. Ja, wie man Grillfackeln selber macht, ganz einfach, ganz schnell, das zeige ich euch in diesem Video. Diesmal nicht da unten bei mir in der Küche, sondern hinter mir am Grill. Für unsere Grillfackeln brauchen wir allerbesten Schweinebauch. Hier vom Schlachter habe ich mir schneiden lassen. Oder von der Fleischtheke geht es auch. Hier seht ihr das in solche dicken Scheiben. Mit Schwarte, wunderbar. Schaschlikspieße. Ja, und sicherheitshalber müssen die auch gewässert werden. Hier eben eine Stunde müssen die sich schön mit Wasser durchziehen, damit sie uns nicht verbrennen. Fürs Gewürz brauchen wir Zucker, Salz, Cayennepfeffer, Pfeffer normal, schwarzen oder weißen. Hier schwarz in meiner mega geilen, es gibt was auf die Schnauze, Pfeffermühle. Schwarze, weißen Pfeffer, Paprika, einmal in der rosenscharfen und einmal in der edelsüßen Version. Ja, und jetzt fangen wir an und bereiten uns vor. Für unseren Rub, nennt man das, die Gewürzmischung, brauchen wir erstmal ganz handelsüblichen Zucker. Dann nehmen wir uns 4 Esslöffel. So, super. Und jetzt kommen insgesamt 6 Esslöffel Paprika rein. Ihr könnt 3-3 machen, also rosenscharf und edelsüß oder nur edelsüßen, das ist ganz egal. So, ich mache jetzt mal 2 vom Süßen. Und dann den Rest vom rosenscharfen. Aus dem ganz einfachen Grund, ich habe gar nichts anderes da. Ist aber nicht schlimm. So, 4, 5, na, 6, wunderbar. Jetzt brauchen wir noch unser ganz normales Salz hier. Wir haben Salz, davon nehmen wir uns auch 2 Esslöffel. So. Cayennepfeffer, nur eben so ein Viertel Esslöffel, teelöffelmäßig. Na, das ist zu viel. Also ein Teelöffel. So, der Rest kommt wieder zurück. Und zum Schluss der ganz normale weiße Pfeffer. So, davon nehme ich jetzt für mich 2 Esslöffel. Wunderbar. Und zum Schluss eine ordentliche Prise schwarzen Pfeffer. Und das Ganze wird dann ordentlich verrührt. Und dann haben wir eine ganz tolle Würzmischung gleich für unsere Grillfackeln. Um die kümmern wir uns jetzt. Ich habe hier meine Bauchscheiben und schön ausgebreitet direkt auf dem Papier vom Schlachter bzw. vom Fleisch, von der Fleischtheke. Und die fange ich jetzt hier an. Ohne weiteres Öl, weil Bauch ist ölig und fettig genug auf dem Grill, eben schön eins zu rubben bzw. erstmal zu bestreuen. Und jetzt eben ein bisschen festzudrücken, das Ganze dann einmal umdrehen und das ganze Prozedere noch einmal. Unser Gewürz.
Und dann gib ihm. So, auch hier wieder kurz eindrücken, einmassieren, dass es schön kleben bleibt. Und jetzt kommen wir an unseren gewässerten Holzspieße. Jetzt einfach unser Barbecue-Fleisch hier einmal schön zusammenfalten. Das untere Ende aufspießen. Und jetzt einfach schön umwickeln. Und fertig hat man seine selbstgemachten 1A Grillfackeln und weiß immer, was drin ist, was dran ist. Herrlich. Ich mache den Rest mal eben fertig, da braucht ihr nicht zuschauen. Da sind sie, meine Grillfackeln. Die sind schön durchgezogen. Und der Grill ist jetzt einsatzbereit. Da erkennt man daran, dass ich kann meine Hand 21, 22, bei 23 wird es heiß. Ja, ein gutes Zeichen, dass der Grill gut Temperatur hat. Und jetzt unsere Grillfackeln schön auf den Grill. Und ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ich höre es auf jeden Fall. Es zischt schon perfekt. Wunderbar. Und die grillen wir jetzt, bis sie schön kross sind, braun sind. Nicht verbrennen hoffentlich. Und ihr schaut doch mal ein bisschen zu. Wenn ihr jetzt das Grillfackel-Video schaut und euch wundert, was ist denn das hier Leckeres? Das sind meine Nackensteaks mit einer Kräutermarinade. Das sind meine Bacon-Hacksteaks. Die Videos kommen noch. So ein Grill ist ja keine Herdplatte. Ich habe jetzt mal die Position gewechselt. Ich habe hier vorne einfach deutlich mehr Hitze als hier. Die Grillfackeln sind schon schön braun geworden. Deswegen habe ich jetzt die Hacksteaks nach vorne genommen. Ja. Einfach immer mal ein bisschen schauen. Man muss sein Sportgerät hier auch kennenlernen. Ja, so einfach, so schnell, sage ich ja immer, aber hier sind sie. Meine Grillfackeln. Ah, im Hintergrund zischt der Grill noch und vielleicht hört ihr auch die Katze jaulen, die hat Hunger. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Wenn ja, liked es, verteilt es, kommentiert es, wie auch immer. Ich sehe jetzt zu, dass ich an den Grill komme, um weiter zu grillen und der Rest darf essen. Tschüss, ciao, euer Marco vom Ehrlichen Essen. So sieht übrigens ein Grill-Setup aus, wenn man filmen will und im Hintergrund der Kater nervt.